Yeah, almost right on top of the other one. Dude, that's like straight. Wow. That looks like a fucking drill bit. Yeah. Hi, Freunde. Heute sprechen wir über die Servo BFG 50. Los geht's. Hey friends, I made a video in English. Check it out. Ja, wie ihr sehen könnt, die Waffe ist entladen und sicher. Ja, und damit können wir sie erstmal ablegen, weil die ist verdammt schwer. Scheiße schwer. Dann reden wir mal ein bisschen über die Servo. Ihr habt vielleicht schon mal Demolition Ranch gesehen. Das ist die Waffe, die der Matt von Demolition Ranch in Gold eingesprüht hat und dann bei einem Contest weggegeben hat. Der Hersteller Servo ist, ich glaube Mark Servo heißt er, unten in Florida, baut die Dinger selber. Der hat auch die Waffe dazu gebaut zu Kentucky Ballistics, die ihm bei der Slap Round dann tatsächlich um die Ohren geflogen ist. Aber er ist sehr, sehr offen und hat auch gesagt, zu was die Waffe quasi eigentlich fähig ist und zu was nicht. Und hat sogar auf seiner Seite dazu den Bericht zu der Waffe, die zerrissen ist, und hat alles auch offengelegt. Sehr transparenter Mann auf jeden Fall. Und wie ihr seht, also die Dinger nicht nur scheiße schwer, aber sie sind auch richtig gut verarbeitet. Er macht die alle selber und deswegen gibt es davon nicht so viele pro Jahr. Ich glaube 100 Stück im Jahr. Ja, irgendwie sowas. Ungefähr. Also nicht viel. Da müssen wir nochmal auf der Seite gucken. Da steht genau drauf, wie viele im Jahr und wann man quasi, wenn man eins bestellt, muss man im Voraus schon zahlen, damit man das Ding dann auch erhält. Wie wir gerade eben gesagt haben, aus Florida werden die hergestellt. Kaliber 50 BMG und tatsächlich auch in Kaliber 50 DTC. Mhm. Ich habe es noch nicht gehört, aber das sind anscheinend die zwei verfügbaren Kaliber für das hier. Gehen wir mal über ein bisschen Daten drüber. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Zero 6 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für sie und ihn. Die Servo BFG 50 gibt es in der Länge 51,5 Zoll, das ist die Gesamtlänge. Und ich glaube, es hat auch nur diese eine Version von der BFG 50. Und Gewicht sind 18,75 Pounds, das ist natürlich ein Repetierer, also Single Shot. Die Lauflänge ist 29,5 Zoll und der Preis, jetzt haben wir den Preis tatsächlich, $2,520 laut dem Hersteller. Ja, System, Einzelschuss, Einzellader. Wir haben gerade geschaut, das Kaliber 50 DTC wurde anscheinend entwickelt in Frankreich für den europäischen Markt und für Kalifornien. Da gab es 2004 den 50 BMG Bann. Also die haben da alles gebannt. Zukünftige 50er im Endeffekt verboten. Also der Verkauf von 50ern ist verboten. Die haben für die Long-Range-Schützen eben hier diese Patronen dann neu entwickelt, um eben diesen Ban zu umgehen. Sehr interessant auf jeden Fall. Kleine Side-Note für euch. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben was hier alles mit dran. Tatsächlich, kleine Shoutout an Leupold. Dieses Billig-Visier haben sie ziemlich viel. 5 Jahre schon drauf und ich glaube, einige tausend Schuss mit Kaliber 50 sind da durchgegangen. Es funktioniert noch immer. So, wir haben hier vorne die Shark Break. Dieses Muscle Device hier vorne dran und dieses zwar, also dieses Bipod, den musst du glaube ich ziehen, genau, ziehen und raus. Ah, wir müssen zu zweit an diesem riesen Ding arbeiten. Ja, wenn Männer mal zu zweit auf Klo gehen müssen, dann deswegen. So, und hier hinten, wie ihr seht, eine Sicherung wie beim AR-15, sogar beidseitig bedienbar. Ich bediene es gerade von der anderen Seite. Mac-Pull Grip. Und hier quasi Einzellader, kann der Einzellader, richtig. Was haben wir noch gemacht mit dem Ding? Das seht ihr dann gleich. Wir haben es wieder mal aus dem Tripod geschossen. Aus dem Tripod geschossen. Klassischen Dreibein, nutzbar für Long-Range-Shooting, beziehungsweise auch natürlich jagdlich einsetzbar, dieses Tripod. Deswegen haben wir da einfach mal das 50er draufgepackt und getestet, ob es funktioniert oder nicht. Und? Wir können euch spoilern. Hält. Es hält. War eine richtig geile Geschichte.
Und jetzt haben wir noch eine Sache. Oh, wo ist es hin? So eine Sache, die wir euch noch zeigen können im Voraus. Die werde ich dann nochmal einblenden. Wir haben tatsächlich Stahl beschossen. Und genau. Ja, da ist die Patrone, der Geschosskopf noch gefangen drin. Und so sieht die Platte aus. Die wurde jetzt aufgeschnitten. Tatsächlich so glatt abgeschossen wurde das hier. Schafft's bekommen, da. Und das, was ihr außen dran seht, das ist tatsächlich nur durch die Kupferummantelung. Also die hat schon ein ordentliches Loch da reingezogen. Ja. Du musst jetzt glatt durch. Ja. Wir zeigen euch nochmal im Video, wie das Ganze abgelaufen ist. Und dann zeigen wir euch, was das Ding auf der Range kann. Bis dann. Jesus. Nice. Jesus. Nice. Aww. Just a little high. It's like a basketball-sized hole. That's a huge difference. Yeah. Yeah, it's dead. But all that jacket, all the copper jacket, flip it over. So look, it's like a piece. Yeah, that's like a piece. A piece of it is stuck. That must be the tracer. That's cool. That's the end of the bullet where it's the tracer. Nice. That's really cool. Dude, this is wow. A great one too. Yeah. And then the other one on the target. It look looks... at your fucking holes here. Yeah. Yeah. Wow. So yeah, from your truck right to there. So that, yeah. That was the first one. And then it just definitely no 308. That's too heavy. Yeah. I got spalling. I shit you not. Did that hit you? Yeah. God, yeah. Shit. Really? Yeah. Whoa. That's crazy. I seen it in the... Damn it. Where does it come from? From there? Yeah. From the impact. Hey, you want to get a video of it? It could be. Yeah, right on top of the wall. Dude, that's like straight. Wow. That looks like a fucking maybe drill bit. Yeah. Maybe we were too close. We might have been. Well, it's about the same distance. Nice. But that is like a awesome drill. Yeah. The angle was better. Yeah, clean. Yeah, that's probably what it is. The angle. Look at that better, in the back. That's cool as shit. Yeah. I'm taking this home. Yeah. His head blew off. That was great. Sing the called the headshot. Thank you.
think this one here. Oh, did you just tip it? Just tip it, huh? Oh, did you hit the top barely? Yeah, I think no, that's not new. Huh? Very good. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, it's low. Oh, it's look up so down. So, did you hit maybe the dirt? I saw it flash. Yeah. Right here. Oh, there we go. Oh. Inside that. Oh, you hit. You're showing off. You hit in the hole. Let me see. Yeah. So it was like this. No flash, of course. And it just nicked the back of it there. Geez. Shit. Yeah, that's why the flash was smaller. Yeah. Do you want to try again? No, I'm good. That's okay.